Arbeiter attackiert. Gut, das muss hier jetzt ruckzuck fertig werden. Auch tut es wahrscheinlich nicht, ne? Doch, die haben alles und die haben auch alles. Okay. Okay. Ja. Wird erledigt. Sofort. So, oben ist ja eh nur Eisen. Im Süden. Unten ist das. Das Gegenteil von oben. Kein Problem. So, Ziegelverarbeitung. Das heißt, jetzt kann ich die Scheiße hier fertig machen. Welcher Dreck kommt jetzt? Eisen. Steine, Holz. Irgendwas. Wo ist denn die... So, das konnten wir eigentlich mal... Befiederung. Ach ja, ich wollte ja mal Soldaten zum Bau von Dingen bauen. So. Einer eurer Arbeiter steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Wird erledigt. So soll es sein. Ja, ist ein Arbeiter. Juckt mich nicht. Natürlich. Juckt mich nicht. Ja, jetzt bin ich wirklich auf 180. Das geht mir so auf den Sack hier gerade, die ganze Scheiße. Natürlich. Ich hab getan, was ihr wolltet. Gut, dann müssen wir Soldaten ausheben. Es führt kein Weg dran vorbei. Ach du Scheiße. Noch nicht doch. Wie ihr wollt. Ja, Ausbau vollbracht. Lasst mich eure Wunden versorgen. Da steht sie schon. So. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen. Ja. Also wir haben Holz. Wir haben Gold. Der Sieg wird unser sein. Salim kann nicht mehr heilen. Macht nichts. So. Was machen wir zuerst? Ich würde sagen, drei Mann fertig machen und dann verbessern wir das. Schwefel und Stein. Stein haben wir nur noch 350. Das ist nicht gut. Und dass sie da unten jetzt angreifen, auch nicht. Jetzt sollen sie sehen, mit wem sie es zu tun haben. Ja. Sollen sie mal schön... Och, Mann. Jetzt können wir hier schon wieder nicht angreifen, weil es keinen Platz hat. Drehung. Pirouette drehen. Und Feind vernichten. So, so viele Leute, die nichts machen. Ich habe viel zu viele verschissene Arbeiter. Kann ich die mal alle anwählen? So. Reparieren. So. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Ach, und dieses ganze Hit-and-Run geht mir so auf den Sack. Also, die werden fertig gemacht. So, jetzt Hit-and-Run ich hier mal mit. Schwierig, schwierig. Ich meine, Sommer kann ich da schon machen. Sobald eure Ingenieure mit der Ausrichtung des Geräts fertig sind, könnt ihr hier den Winter zum Sommer machen. So, zack. Dann muss ich jetzt aber wirklich auch darauf achten, dass ich nicht zu sehr... Jawohl. In der Pampa rumturne. So, die werden jetzt vom Kurzbogenschützen zum Langbogenschützen. Alles weg. So, Schaden 1. Quatsch, Schaden 8. Schaden 8, Schaden 8. Ja, Schmiede. Schmiede wäre ganz nett. So, Schmiede. Irgendwie in die Nähe. Stein kostet das. Ich mach mal die andere Variante. Oh, wir haben kaum Leben. Wir haben kaum Leben. Natürlich. So, hier können sie dann wohnen, alles klar. Ach Gott, hier ist schon wieder. Nichts lieber als das. Fertig, Meister. Wir sind. Zahltag. Machen wir hier? Steinmetzhütte. Fehlt Lehm. Ach Gott. Und für den Lehm. Wenn wir links ausbauen können. Die werden jetzt mal doppelt ausgebaut, was auch immer das kostet. Ist jetzt erstmal wurscht. So, haben wir hier vielleicht noch irgendwas? Sein muss. Aber wieso kann ich denn bitte im Osten nichts machen? Das verstehe ich einfach nicht. Achso, das geht jetzt erstmal nicht, ne? Gut, dann erstmal ein paar Bogenschützen. Speichern. Oh, und der Sekunde... Höre ich es ja schon wieder. Ich muss aber echt aufpassen. Ja, mein Herr. Ah ne, die kriegen das erstmal hin. So, die werden trainiert. Dann gibt es gleich bessere Fernkämpfe. Und dann kann ich mich zumindest mal wieder erwehren. Dann hört mir dieses verfluchte Weggelaufe hört mir dann auf.
Okay, wir haben Holz. Wir haben Gold. Haben keinen Platz zum Nächtigen. Ja, ist das so. Schon mal daran gedacht, ein paar Betten mehr zur Verfügung zu stellen? Ich habe nämlich keins. Forschung abgeschlossen. Die werden schön zertrümmert. Die Leute, das ist gut. Hauen wieder ab. Jawohl. Dann zurück. Gut. Ich tue jetzt mein Bestes. Dann müssen wir... Wir erledigen das. Das hier aufbessern, kostet 100 Leben. Wir haben 14 zu wenig. Und dafür bräuchten wir Holz und Stein. Wird jetzt einfach mal in Kauf genommen. Ein Schmied beginnt mit der Arbeit. Ziegelbrenner, bei denen ist, glaube ich, Not am Mann. Genau, einer hat kein Hüttchen. So, 15, 11. Komm schon. Wir fristen da Leben. Komm, mach. Ihr habt nicht genug Leben. Ach so, die nehmen Leben und machen mehr Leben draus. Ich verstehe. Wie ihr befehlt. Na, das funktioniert zumindest. Also wenn sie hier angreifen, kriegen sie direkt ein paar aufs Maul. So, dann Rüstungen. Das ist für Schützen. Das Gebäude ist ausgebaut. Gut. Hier hatten wir eigentlich auch alles, ne? Ja, alles ist soweit abgehakt. Wir haben Stein, bekommen jetzt wieder, haben 600. Obwohl wir die jetzt gleich eigentlich nicht mehr brauchen. So, wie sieht's hier aus? Eigentlich fertig. Zack. Und der Sommer kommt. Ach, endlich. Endlich ist das Eis weg. Ja, endlich. Jetzt werden bessere Zeiten anbrechen. Wie ich sehe, seid ihr im Besitz einiger Kristalle eures Vaters. Sie beherbergen eine große Macht. Ihr müsst sie gut verwahren und weise einsetzen, Herr Dario. Nun, da das Eis gebrochen ist, sind auch einige zugeschüttete Wege ins Dorf wieder zugänglich. Nun wird es aber auch General Kerberos möglich sein, uns über diese Wege von Osten her anzugreifen. Oh nein. Er ist die rechte Hand König Mordreds und gilt als besonders gefährlich. Oh, nicht doch. Wir müssen ihn ein für alle Mal besiegen und aus dem Land jagen. Er hat sein Hauptquartier in einer alten Feste im Osten bezogen. Seine Truppen zieht er aber nahe unserer Grenzen auf. Dort müsst ihr ihn stellen. So, das heißt, links die Türme wegmachen und dann nach rechts. Vertreibt General Kerberos. Feinde haben einen Arbeiter attackiert. So, hier kommt jetzt eigentlich ja nichts mehr, ne? Das heißt, wir können... Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ja, jetzt mal da auf der falschen Seite. Supi. Hallo? Meisterschützen. Bewusstlos auf dem Schlachtfeld. Ach, wenn ihr oh. Wollt. Ich bin schon unterwegs. Na gut. Shit. Okay. Natürlich. Sicher. Freilich. Ja. Ah, die greifen gar nicht so wirklich an. Tribute. Zahlt 5000 Taler. Ach so. Zahlt dem Bürgermeister 2000. Ach, habt vielen Dank, edler Helias. Eure großzügige Geste beweist, dass eure Worte wahr gesprochen waren. Wir haben bereits einen Trupp losgeschickt, der jenen Steinschlag beiseite räumt, der auch euch den doch. Rückweg versperrt. Damit könnt ihr eure Reise nun fortsetzen. Ach, verdammt, ich hätte nicht da oben hinstellen sollen. Nun, da der Winter endlich zu Ende ist, können wir die Straße nach Norden auch wieder passieren. Er führt direkt zum Lager von General Kerberos. Wir sind bereits dabei, Truppen auszuheben und eine Armee aufzustellen. Jetzt, da der rechtmäßige Thronerbe unter uns weilt, wollen wir alles tun, damit er sein Erbe auch antreten kann. Das hoffe ich doch. Dieser schändliche Mordred. Sobald unsere Armee stark genug ist, können wir gegen seinen General Kerberos marschieren. Was alles hoffentlich Gute bald auch ist. Für euch. Wir treffen uns auf dem Schlachtfeld. Ja, ihr schafft das schon, oder? Wie ihr wollt. Das wird vermutlich nicht so viel. Freilich. Ergreift sie! Freilich.
Ich bin schon unterwegs. Ergreift sie! Ja, es liegt halt der Helias mitten im Weg. Naja, egal. Ja, das hätte ich andersrum machen sollen. Verdammt, ich hätte zuerst die... was auch immer ausheben sollen. So, das heißt... wir müssen erstmal spaßhalber hier nach Osten hin jetzt mal die Türme aufbauen. Kein Problem. Oh Gott, es dauert wieder 100 Jahre, bis das hier fertig wird. Verbessern. Ein schöner Ort, um tätig zu sein. Ja, das finde ich auch. Das finde ich auch. Kannst du hier wohnen? Negativ. Dann bauen wir noch Nöte hin. Wenn der fertig ist, dann können wir losmarschieren. Oh je, Ari wird beschossen. Freilich. Tja, Uno. Das heißt, wir fangen jetzt erst an. Scheiße, ich glaube, ich hätte es komplett anders machen müssen. Oh, nicht doch, nicht doch. Ausbau vollbracht. Bitte nicht. Bitte nicht. Dort oben im Bau. Kann es sein, dass sie jetzt erst loslegen und die absoluten Lappen jetzt mitbringen? So, die sind zum Glück immer noch. Ja, im Gebiet, alles klar. Wo fehlt's denn? Schmiede, ne? Ja. Komm schon. So, was brauchen wir? 1000. Lieber als das. Geschafft. Aber gern. Gut, 1000 irgendwas brauchen wir hierfür. Dann wollen wir hier mal die Abwehrtürme hochziehen. Und vielleicht greifen sie mich hier an, deswegen baue ich hier jetzt schon mal einen. Alles klar. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Jetzt mal die ganze Kohle flöten. Ja, dann wird es halt nichts mit dem komischen Schlösschen, oder? Ich habe gerade eine Elfe gesehen. Ich will aber gern, ich würde das wirklich gern haben. Baut euer Dorfzentrum aus. Ach so. Oder ein neues, um nee, ist okay. In eurer Stadt aufnehmen zu können. 1000 haben wir noch. Was brauchen wir? 5000 brauchen wir für das andere, ne? 5000 Taler und 1000 Steine. Wir das eine noch das andere haben momentan. Fertig, Meister. Ja, wir müssen Steinmetze her. Steinmetz läuft. So, schön mittig. Bessere Rüstungen. In eurer Stadt ist kein Platz mehr für weitere. Gut, dauert noch ganz kurz einen Moment. Hier müssen auf jeden Fall mal die Kanonentürme her. Ihr braucht mehr Steine. Ja, okay. Stein 200. Heißt, wir haben noch 31 zu sammeln. So, wie sieht's? Neue Technologie ist erforscht. Ach, die ist auch tot. Die ist hier vorgelaufen, um was zu machen? Das Gebäude ist ausgebaut. Egal. Hey, lass das sein. Das Gebäude ist ausgebaut. Ich bin der König. So, jetzt müssen wir überlegen. Reicht das an Truppen oder... ach komm, wir versuchen es einfach. Wir müssen es versuchen. Steine hätten wir wieder. Aber gern. Nun, Ballistaturm muss ein Steinturm werden. Ja, ja. Ja. Hat's hier noch irgendwo Steine? Hier auf dem Berg? Ja. Ach, hier wollten wir mal schauen, ob es hier was gibt. Und es gibt Steine. Ach ja, da oben auch noch. Jetzt haben wir mit, ich glaube mit 6000 Steinen, Holz haben wir, glaube ich, genug Holz. Ja, ist gut. Ist das ein Schleichweg? Das sieht mir doch nach einem Schleichweg aus, oder? Fertig. Vielleicht auch nicht. Attackiert eure Siedlung. Ein Steinmetz. Ja, sehr gut. Als hätte ich mir das gedacht. Ich tue mein Bestes. Macht sie nieder. Achtung mit der Kanone jetzt. Ach du Scheiße. Was kommt mir an? Wie ihr befehlt, wie ihr wünscht. Ja, wir brauchen ganz kurz zwei Arbeiterchen. Oh je, oh je. Verdammt. So, Erik, super stark und super Drehung.
Pilgrim, Bombe. Jetzt läuft wieder super schnell. So, lass du mal den Kanonenturm stehen, du Hund. Dann nur ein Ballistaturm. Shit. Einmal schießen noch. Und jetzt auf Berson. Gut. Weg ist fast frei. Jetzt sagen wir, marschieren direkt weiter, oder? Ach, da steht eine scheiß Kanone. Und noch eine. Ja, grau auf grau. Ja, bestimmt wegen der Steinmetzgeschichte, ne? So, Bauernhof wird auch nochmal verbessert. Dann kommt wenigstens schneller und besser Stein, ne? Ich kenne mich jetzt gar keinen Stein mehr. Ja, ein Trupp ist angeschlagen, aber läuft. Wir müssen auf jeden Fall hier in den Osten. Hier bräuchten wir eigentlich ein Reparaturäffchen. Verteidigst du dich doch. Oh je. So, schick die mal weg. Ach du Scheiße. Ja, gerade in Gruppen ist das halt echt nicht so gut. Also, die hinten. Die haben jetzt gar nichts zu lachen. Ja, hätte vielleicht früher mal Soldaten ausheben sollen. Ich meine, Wehrpflicht ist eines der ersten. Wählbaren Hochschulprojekte, sozusagen. Wer nervt? Ach, hier ist noch jede Menge Stein, verdammt. Wird erledigt. Ihr werdet angegriffen. Nein, du. Natürlich. Ja. Ah, Lehm. Natürlich. Und? Ja. Kein Problem. Komm ich nicht ran? Kein Problem, sagt er. Kein Problem, also gibt's da kein Leben. Ach du Scheiße. Das kann ich. Gern. So. Verdammt nochmal. Das könnte ein bisschen lauter werden. Ja, hätte ich mal. Ach Gott im Himmel. Und Drehung. Ja, schön, dass ich hier den Kanonenturm habe. Einer eurer Helden wird angegriffen. All eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch Opfer. Ach du Scheiße. Nein, nein. Das ist... Ja, es sind alle zu Boden gegangen. Fast schon. Jawohl. Wie ihr wünscht. So, wir müssen mal schnell wieder mit allen vorrücken. Lehrt sie das Fürchten. Ich tue mein Bestes. So, schnell alle da draufstellen. Wird gemacht. Kanone. Ach du Scheiße. So, diesmal wieder aufheben. Sind aufgehoben. Ach du Scheiße. Rückzug, Rückzug. Shit, ich habe zugebuddelt, oder? Ja, so soll es sein. So soll es sein. Soll ich mit abreißen? Wird gemacht. Müsste eigentlich. Okay, der ist halt richtig scheiße gesetzt. Ich hab getan, was ihr wolltet. Dann müssen wir einen an die Front setzen. Ah. Nur Mut. Wir werden siegen. So, hier mal zwei, die nichts machen. Dann haben wir den Alten übers Rohr gehauen und der... Dachchef. Alles klar. So, zu unseren zwei Kollegen würde ich ganz gern. Und die machen nicht ganz so viel. Shit, in der Sekunde speichere ich natürlich. Ja, mein Herr. Für Ruhm und Ehre. Wie ihr so, Salim. Es sei. Bei Mohammed. Es sei. Wie ihr wünscht. Es sei, so, so. Bis in den Tod. Jetzt könnt kann das Geschütz mal mitspielen haben. Oder ist das verboten? Weil ich sehe nichts. Ich sehe so wenig. Ja, das kann ich. Wie ihr befehlt. Oh je. Zwei Trupps. Fernkämpfer sind wir schon weniger. 2000 Gold, ja doch das. Oh, Arbalestenschützen. Drei Mann ausbilden und zu Arbalesten. Nicht doch. Nein, du dummer Leibeigener. Spark. Ey. Mach so den Turm fertig. Ja, ja. Aber gern. Anstrengend, anstrengend.
Obwohl es eigentlich nicht anstrengend ist. Das ist das Verrückte daran. So, wir haben genügend Steine, auch mal gleich wieder ein... Ja. Da bin ich aber echt selber schuld. Steine 1000, ja, das machen wir gleich. Da haben wir dann 3000. Ja, ist ja auch gut gemacht. So, man könnte natürlich jetzt auch hier eine Kaserne oder sowas hochziehen. Ja. Ausbau so. Abgeschlossen. Schwefel haben wir hier. Steckt in Schwierigkeiten. Nein. Feinde greifen ihn. Tut er nicht. Ich tue mit Allahs Hilfe mein Bestes. In Ordnung. Wir kümmern uns darum. Euer Wunsch ist mir Befehl. So, kurz mal Ärger machen und dann uns wieder zurückziehen. Seid unbesorgt. Wird gemacht. Also, das sind jetzt aber Ballistenschützen. Das heißt, ich müsste die eigentlich alle mal zurückziehen. Weil das ist die richtige Macht, die ich gerne hätte. So soll es sein. Ach, das sind auch alles Arbalestenschützen. Die werden einfach so... Oh, der Trupp muss auf jeden Fall aufgefüllt werden. Fertig, Meister. Ja? Eine neue Technologie ist erforscht. Sicherert. So, die sollten eigentlich schon lange mal aushelfen. Hier ist das Lager. Und die sind hier mitten reingelaufen wahrscheinlich. Ungünstig. Toll. Ja gut, auf die kann ich jetzt einfach nicht zählen. Jetzt ist es einfach so... Das heißt, ich müsste hier wieder was Neues aufbauen. Okay, Angriff. Auf in den Kampf. Einer eurer Arbeiter wird angegriffen. Hier nicht. Gern. Hier. Das, kann ja, das ist auch Quatsch, dass ich da bis ganz nach da hinten muss. Rüstungstechnisch können wir wahrscheinlich noch ein bisschen was deichseln, ne? Das ist nur für schwere Kavallerie, die haben wir nicht. Wenn's denn sein muss. So. Natürlich. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Ergreift sie! Wo sind die? Wie ihr befehlt. Verdammt. Das Gebäude wieder ein Fehler gemacht. Ganz kleines Fehlerchen. So. Sofort. Wie ihr wisst. Sofort. Kanone. Schießt die noch gleich. Okay, auffüllen. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Jungs und ich heute Abend frei. Nein. Ausbau abgeschlossen. 1 und 2. Ne, 1 plus. Mit 1. Ausbau abgeschlossen. Seid unbesorgt. So, jetzt sind sie alle mit dabei, ne? 2 gibt's nicht mehr. Wir erledigen das. Kurz, Kanonentürmchen. In Ordnung. Halt, warten. Natürlich müssen wir kurz mal warten. Können wir mal den Vogelmann rüber schicken. Und zeig uns, was du siehst. Leibeigene, what? Wahrscheinlich haben sie was repariert. Jetzt müsste gleich ein Turm auftauchen. Natürlich. Ich tue mein Bestes. Ihr werdet angegriffen. Ne, die werden angegriffen. Dafür sind wir genau die Richtigen. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Ach Gott, das Kleinvieh. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Ja, mein Herr. Wollen wir meine Rüstung versauen? Okay, dann würde ich gerne wieder... Hätte ich gerne wieder Winter. Ach nee, greifen sie unten an. Das ist eine ziemlich schlechte Idee. So soll es sein. So, jetzt sind wir alle hier. Ja. Dann wollen wir mal. So, krasser Angriff. Angriffswelle. Energie. Aura. Ja, was greifen die unten an? Attacke. Irgendwann? Oder erst im nächsten Leben? Oder wie ist das? Seid unbesorgt. Oh, ich sehe es genau. Kurz mal abwarten. So, das ist gut. Okay, das ist schlecht. Wir werden hart beschossen. So, es kann nämlich sein, dass ich danach wieder in den Westen muss, wenn das hier weggeknüppelt ist. Für Ruhm und Ehre. Der Sieg wird unser sein. Ja. Und zwar schon bald. Holen wir gleich die Ari raus. Die muss hier irgendwo rumgurken. Ach, wo ist sie denn? Hier. Das sind noch ein paar Meter. Ein paar Meter noch, dann... So. In die Zange nehmen. Ja, das ist schon ein netter Trupp. Das kann ich.
Das kannst jetzt du, absolut, zeigen, ja. Was ihr gelernt habt. Ja. Ich schätze mal, hier im Wald wird es gleich mehr Viehzeug geben. So, erstmal Ari holen. Hey, lass das sein. Wisst ihr denn nicht, mit wem ihr es zu tun habt? Ich bin der König. Sind das die Guten? Ach, jetzt greifen sie an, jetzt wo ich auch hier bin. Ja, ja. Ja. So, Ari spielt ja, mit. Ja, mein Herr. Ja, das hätte ich auch alleine hinbekommen. Der alte Mann. Ja. Da ist er. Gut. Auf in den Kampf. Dann wird das jetzt erstmal hier vernichtet und danach geht's in den Süden. Wir werden siegen. Ja, wahrscheinlich schneide ich das dann raus, diese ewig langen Versuche oder so, oder auch nicht. Ich weiß es nicht. So, Kanone. Auf in den Kampf. So, er kann noch nicht. Nur Mut. So, was sind denn die ganzen Fernkämpfer? Wir kümmern uns darum. Feinde haben einen Held attackiert. Das kann ich. Pilgrim ist gefallen. Was? Euer Mut ist mir befehlt. Wie haben sie das denn geschafft? Auf in den Kampf. So, Stellung halten. Jawohl. Welche dummen Bauern. Ja, greift die doch mal an. Hier, die komischen Vögel. Falls hier irgendjemand ist, der nervt. So, und wir greifen. Haltet ein! Legt die Waffen nieder! Ich gebe mich geschlagen. So, tot machen. Behandelt mich, wie ihr selbst wünscht, in Gefangenschaft behandelt zu werden. So sehen wir uns also wieder nach all den Jahren. Viel Unheil hast du über die Welt gebracht, seit du dich einst von mir abwandtest und dich in den Dienst von diesem Bastard Mordred gestellt hast. Vater, es ist gut, bei euch zu sein. Denn ihr werdet mich nicht irreführen wie dieser Mordred. Woher sollte ich wissen, dass ihr es auf den Thron eures Bruders abgesehen hatte? Als ich das erkannte, war es bereits zu spät. Der Schaden, den du in all den Jahren angerichtet hast, ist kaum wieder gut zu machen, Kerberos. Du hast Schande über dich und die ganze Familie gebracht. Hast König Caeron, deinen eigenen Onkel, auf dem Gewissen. Mag sein, ich habe geirrt, Vater. Doch nie in böser Absicht. Bedenket, ich kann euch von großem Nutzen sein. Hier, ich habe etwas, wonach ihr sucht. Einen der Kristalle, die einst dem alten König gehörten. Meine Männer fanden ihn im Wald. Nehmt ihn als Zeichen meiner Verbundenheit mit euch. Auch weiß ich von einem weiteren Stein in den Nebelbergen. Und vermag es euch, dorthin zu führen. Lasst mich euch begleiten. Ich führe euch zu dem Orb und werde mit euch gegen Mordred kämpfen. Stoßt euren Sohn nicht zurück, Vater. Lasst euer Herz sprechen und vertraut mir. Ich weiß nicht, wie meine Kameraden das sehen. Aber ich denke, dass jeder Mensch eine zweite Chance verdienen sollte. Wohlan, lasst uns aufbrechen. Suchen wir den Orb. Auf in die Nebelberge. Erreicht mit Dario den Bergpfad zu den Nebelbergen. Ah, gut, der ganze Quatsch im Südwesten kann also... Ich weiß nicht. Kann uns mal... Ich weiß nicht. In jungen Jahren war Kerberos von gehitzigem Gemüt. Niemals verzieh er seinem Vater Helias, dass jener den Thron ausschlug. Eines Tages ward er von Zorn übermannt. Er lehnte sich auf gegen ihn, kehrte sich von ihm ab und verließ das alte Reich. Ja, er schloss sich gar seinen Feinden an, den dunklen Truppen Mordreds. Nichts anderes erwog er dabei im Herzen als den unbezwingbaren Wunsch, dereinst das Erbe des Thrones zurückgewinnen zu können. Und sei es im Kriege. Okay. Bösewicht schließt sich uns
Also an. Und die Festung gehört jetzt quasi uns. Und den sollen wir erreichen, den Bergpfad. Ob wir das schaffen? Ja. Einfach geradeaus laufen, ja, oder? Ja, jetzt weiß ich nicht, wie ich das mache. Ob ich da den ganzen Teil, wo ich aufgerieben wurde, ob ich das dann rausschneiden soll oder ob ich das drin lasse. Wir erledigen das. Zum Glück müssen wir gegen die im Südwesten nicht kämpfen. Ja, hätte ich aber einiges sparen können. Über 2 Stunden sind sie jetzt schon momentan. Vielleicht schneide ich, wie gesagt, was weg. Dann ist das nie passiert, weil ich wurde permanent dann hier angegriffen. Ne? Einmal hier oben und was ich dann hier gebaut hatte, hier oben, haben sie mich dann immer angegriffen. Auch die Türme wurden immer wieder eingerissen. Sehr unangenehm, musste mit den Einheiten immer hoch und runter über das Eis, weil ich einfach zu lange gebraucht habe, den Winter zu beenden. Und das hat dazu geführt, dass ich, ständig an zig Fronten kämpfen darf. Eigentlich nur 2. Aber muss halt immer hoch und runter und dann ne, wieder was krepiert, wieder hoch, wieder Leute verloren und. Halt, stopp! Ja, sofort, in Ordnung. Halt, stopp. Die sofort. Minute haben wir noch. Genau. Wie gesagt, vielleicht schneide ich das mal raus oder in Teilen, muss ich mal gucken. Die Schlossruine wird auf jeden Fall noch aufgebaut, wenn wir schon mal hier sind. Wir wollen nämlich die Old Castle, ne, wenn wir schon 40 Mark davon entfernt sind und nur noch einmal den Zahltag abwarten müssen. Also in 1,5 Minuten haben wir das dann. Ja, die war nervtötend. Das war nervig, dass sie ständig angreifen konnten über das Wasser. Jetzt ist natürlich alles schön ruhig. Ich schätze mal, wenn ich jetzt Winter einstellen würde, dann würden sie wahrscheinlich wieder angreifen, oder? Können wir mal spaßhalber machen. Was soll schon passieren? Hier gibt's nichts mehr zu holen. Ja. Der Winter kommt. Also das hätte man wirklich schnell in einer Tour durchziehen müssen. Und hier am besten einfach nur den Schwefel weghacken mit ganz vielen gekauften Arbeitern. Ne? Leibeigenen einfach draufhacken. Und da so ein paar hundert oder vielleicht die Mine doch noch nehmen da oben, ja. Mit einer Hütte und einem anderen Ding. Und dann einfach zusammen für alles sorgen. Eisen abbauen irgendwo noch. Und dann das vorantreiben, dass man die Forschung wirklich nur in die Richtung geht. Na gut, man braucht ja sowieso immer alles, weil dann braucht man wieder 4 hierfür. Pavillon haben wir auch noch nie gemacht. Architektur. Ermöglicht Pavillon, Ausbau von mittleren Wohnhäusern und Mühlen. Gut, gleich ist es soweit. 20 Sekunden noch. Ja, man muss halt wirklich an allen Ecken und Enden kämpfen, aber man merkt, ne, was ich ja auch das letzte Mal schon gesagt hatte, nur Helden, das lohnt halt einfach nicht mehr. Es muss halt auch noch mehr dazu. Ne, gerade die. Das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, dass die Trupps immer größer werden. Oh, mit schöner goldener Rüstung. Dass die immer größer werden. Die Trupps. Und natürlich immer stärker, immer eine größere Reichweite, bessere Panzerung, besserer Schaden. Die werden schon ziemlich, ziemlich übel. Also wenn man sich da wirklich mal ne, konzentriert und dahinter klemmt und sagt, okay, wir machen hier Schmieden und wir machen die Pfeile. Das war so klar, jetzt kommen sie wieder. Interessiert mich nicht. Zahlt 5000 Taler und 1000 Steine. Nachdem die Reparaturarbeiten abgeschlossen waren, erhob sich das Old King's Castle prächtiger denn je auf seinem Gipfelthron, würdig dem wahren König als künftigem Sitz zu dienen. Gleich mal einen Screenshot gemacht. Das. Ja, kann sich sehen lassen, finde ich. Auch schön im Hintergrund die Apparatur. Nicht schlecht, nicht schlecht. Haben wir schon mal einen Screenshot für die Folge? Ja, ist ganz hübsch. Ich meine, für 5000 Taler und 1000 Stein. Ist jetzt nicht so krass. Und da ist der gute alte, wie er hieß auch gleich. Ja, das wird fallen. Das interessiert mich aber nicht. Jawohl, ja, mein Herr. Also, jetzt haben wir alles abgehakt. Viele Arbeiter nichts tun, macht aber nichts. Und wir sind durch. Ach! Ich kann doch hier mit dem Steinmetz, kann ich die doch verstärken, dass die viel mehr Lebensenergie kriegen. Ah, ja, ja. Mauerwerk oder Mauretanien, irgendwie sowas. Hier. Stärkt die Widerstandskraft von Gebäuden gegen Angriffe. Alle Helden hatten die Nebelberge erreicht. Helias hatte seinen Sohn Kerberos wiedergefunden. Das Verhältnis der beiden war jedoch getrübt, stärker als allgemein angenommen. Kerberos Eingeständnis einer Niederlage kam für alle Beteiligten höchst unerwartet, aber ein jeder Mitstreiter im Kampf gegen Mordred konnte ihnen nur recht sein. Mit dem Wissen über das nächste Relikt war Kerberos durchaus nützlich für sie. Nun konnten sie ihr nächstes Abenteuer in den Nebelbergen angehen.
Gebt Acht, euer Dorf wird angegriffen. Ach nee. Nachdem ihr das Dorf, das euch anvertraut wird, von den marodierenden Banden befreit habt, müsst ihr euch sehr bald auf Angriffe des Außenpostens von Kerberos aus dem Süden vorbereiten. Tja, ich das mal gemacht. Ihr werdet viele Steine brauchen. Das haben wir dann gemerkt beim zweiten Versuch. Erforscht schnell die Ballistatürme, um mit diesen euer Dorfzentrum beschützen zu können. Baut später auch dicht neben eurer Burg mehrere Türme. Achtet aber darauf, dass ihr euch nicht zu weit nach vorne wagt, da dann die immer wieder auftauchenden Reiter von Kerberos sich provoziert fühlen und angreifen. Rechts von dem Old King Castle ist eine zugeschüttete Schwefelmine, haben wir auch gefunden. Es ist zwar nicht notwendig, aber durchaus nützlich, wenn ihr sobald ihr, wenn ihr paar große Geschütze und paar Bogenschützen habt. Sag mal, wer hat das geschrieben? Das ist nützlich. Wenn ihr, sobald ihr ein paar große Geschütze und ein paar Bogenschützen habt, die Siedlung des Außenpostens im Süden ausräuchert. Achso, hätten wir machen können. Und seine Minen und das Dorfzentrum übernimmt. Stimmt eigentlich. Wir hätten viel früher einfach Soldaten ausheben sollen. Also viel früher wäre... Siedler können nicht aus dem Dorfzentrum kommen. Wehrpflicht. Genau. Und so weiter. Dann hätten wir die Schwind mal platt machen können. So wie es am Schluss jetzt hier funktioniert hat. Mit dem eigentlichen Haupt, mit der eigentlichen Hauptbasis, hätten wir da unten locker machen können. Hätten wir die Soldaten gehabt, vor allem Bogenschützen, die finde ich ja super. Ihr müsst mit Ari den Schlüssel aus einer Truhe stehlen. Lasst Helias einfach zurück und führt Ari hier. Ja, okay, das haben wir schon gemacht. Ja, das war was. Das war sehr ansteigend. Also doch, ist das auch ein Gebiet? 1, 2, 3. Also sind es wahrscheinlich doch 15 insgesamt. Nehme ich mal ganz stark an. Nicht die große Seuche, sondern das war Old King's Castle. Ja, ein zäher Anfang. Übles Gemetzel in der Mitte und am Schluss nach hinten raus. Naja, war es auch nicht so toll. Aber gut. Haben wir alles falsch gemacht, was man falsch machen hätte können. Haben, naja, an allen Ecken und Enden haben wir Fehler gemacht. Aber dass dann teilweise die Leute plötzlich auftauchen und uns da die Lebensgeschichten wegmachen und so weiter. Die sind doch einfach gespawnt. Kann mir doch keiner erzählen, dass die da langgelaufen sind. Die sind auf einmal aufgetaucht und waren dann plötzlich neben meinen Gebäuden gestanden. Eine Kanone hat noch drauf geschossen und ja, hatte nichts zum Reparieren da. Und Bogenschützen, die man nicht angreifen konnte. Also das war wirklich nervig. Das hat mich den letzten Nerv gekostet. Ja. Und naja, ich hoffe mal, die nächste Mission wird ein bisschen besser, weil die war nicht so toll. Sehr ärgerlich. Und ich ärgere mich auch so ungern bei solchen Sachen. Weil wenn man das doch so schön plant und ne, taktisch und so weiter, und dann ist doch wieder irgendwie der Wurm drin. Aber gut, ich habe mich wirklich viel zu lange, viel zu passiv verhalten, deswegen habe ich es auch verdient. Vor allem, was mir auffällt, die werden halt immer krasser. Genau wieder bei der einen Mission mit der Seuche, wo sie aus dem Süden kamen, erst kam nur ein Trupp Bogenschützen oder so, oder so ein paar Pike-Männlein. Später kamen da ganze Horden mit Reitern und schwere Ritter und so Zeugs. Naja, man muss also, man wird immer so ein bisschen gestriezt, jetzt das zu machen, was man da zu machen hat, und die Abwehr immer mehr zu verstärken und selber immer weiter aufzubauen. Ist ja eigentlich richtig, ist ja auch natürlich, ne? Wenn man spielt, man verbessert ja ständig und forscht und erweitert und macht und tut und wird immer stärker, dass man da dann eben gegenhalten kann, schon logisch, ja. Also im Endeffekt hätte man auch mit einer Armee mal unten aufräumen können. Wir waren ja teilweise, haben wir sie schon zurückgedrängt, haben es dann wieder zurückgezogen, dann war ewig lang nichts. Hätte man da Soldaten gehabt, hätte man wirklich mit denen vorstoßen können. Aber naja, im Nachhinein ist man immer schlauer, jetzt ist Kerberos angeblich bei uns, aber ich traue dem keine 5 Meter weit. Oder dem komischen, genau, Mordred ist ja ganz böse und Kerberos, der schwarze Ritter, der unser Dorf kaputt gemacht hat, ne, der ist jetzt unser Freund. Na, ich weiß ja nicht. Ich glaube, auch die Sicht ist so ein bisschen getrübt. Bei dem guten, wie heißt er noch gleich, der Helias? Genau, Helias, der jetzt sein Vater ist. Ich bin ein Vater, Luke. Ja, ich weiß ja nicht, ob man das, der alte Mann da wirklich noch so klar denken kann. Vor allem, ja, bei der Schlacht, gleich am Anfang wurde er schon platt gemacht. Beziehungsweise, als dann es. Genau, was hat eigentlich der im Osten gemacht? Gar nichts, oder? Nee, der wurde mal kurz angegriffen und dann haben sie sogar die Ari verloren. Und die ist den Feinden, die sie wahrscheinlich dann beschossen hatte, ist hinterhergelaufen. Dann ist er irgendwo im Gelände verreckt. Der Helias lag da eh noch rum, irgendwo im Wald. Der war also auch vollkommen nutzlos, der Trottel. Naja. Hätte man mit 5 statt mit, was haben wir gehabt? 3 oder 4? Ne, mit 6 statt mit 3, mit 4 an Helden gekämpft. Ich glaube, da jetzt auch. Sieht auch ein bisschen anders aus. Gerade die defensive Aura und sowas ist ganz, ganz gut. Und Ari mit ihren. Na, die hält sich eben ein bisschen raus und hat ihre komischen Zusatzsoldaten. Da hätte man mehr machen können.
aber dass der Weg erst dann frei ist, wenn der Winter, ne, und so, hätte man ja machen können. Den oben wegmachen. Am Schluss, klar, hätte man sagen können, jetzt kümmern wir uns um den Südwesten, aber muss ich ganz ehrlich sagen, nach den über 2 Stunden, jetzt sind wir fast 2,5 Stunden dran. Ich habe auch keinen Bock mehr. So, das war's. Ich danke trotzdem fürs Zuschauen. Hoffe, es war halbwegs unterhaltsam. Also so macht man es nicht. Ich lasse das einfach mal drin, mache da ein paar Teile draußen, dann ist das gut. Und dann geht's ja das nächste Mal weiter mit der wahrscheinlich vorletzten oder vorvorletzten Mission. Weil wie gesagt, so viel kann da eigentlich nicht mehr kommen. Ah ne, halt 1, 2, 3. Ich schätze mal, 3 Missionen werden es sein. Ja, ich bin gespannt. Beim nächsten Mal gibt's mehr und da denke ich immer wieder ein bisschen nach, bevor ich irgendwas mache und handle mal und agiere wieder sinnvoll. So, ich habe Kopfschmerzen, ich bin raus. Beim nächsten Mal wieder in alter Frische. Ciao, ciao.